Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Ja, alles mit Nullen und Robotern, da kommt man schon mal durcheinander. So, dann Lerchen, wir sind hier jetzt soweit im Grunde fertig, ne? Jetzt müssen wir leider echt unser Gewicht ein bisschen reduzieren, damit wir schnell reisen können. Wir sind überladen, gar nicht so schlimm, aber 3 Kilo müssen wir loswerden. Oh, guck mal, wir haben eine neue Pistole, sehe ich jetzt erst. Die Glauke. Die Glauke oder die Müller? Das ist jetzt hier die Frage. Also die Glauke ist zumindest besser als die Standard-Müller. Aber ist sie auch besser als die gepimpte Müller? Die 2-Kronen-Müller ist auch eine 2-Kronen-Glauke. Wäre auch komisch. Die sind sich sehr ähnlich, die Glauke und die Müller. Die benutzt 9mm Alles klar. Wenn halt da... Ich finde ja, das mit den Leisten ist schon in Ordnung. Aber wenn halt da Zahlen stehen würden. Weil gerade jetzt ist es sehr schwer, die zu vergleichen. Und es gibt auch keinen Vergleichen-Platz-Knopf oder so. Sehr schwer. Schade, aber jetzt haben wir gerade so schöne Upgrades für unsere andere Waffe gefunden. Gut, Schalldämpfer wird ja auch drauf gehen, aber die Magazinserweiterung nicht. Da müsste der Mehrschaden schon sehr deutlich sein, oder? Und das ist er, glaube ich, nicht. Bleiben wir mal hier bei unserer neu modifizierten Schleichmüller. Ah ja, ich könnte mal gucken. Ich habe nämlich... Jetzt wäre halt interessant, was besser ist. Hohlspitz oder... Ich würde fast behaupten, gegen Maschinen ist Vollmantel wahrscheinlich besser als Hohlspitz, oder? Hohlspitz wahrscheinlich, oder? Wisst ihr was? Ich werfe mal ganz schnell Google nebenbei an. So, Moment. Google öffnet sich. Ich gebe mal ein Vollmantel. Ich gebe ein Vollmantel... Versus Hohlspitz. Zack. Ich hab... Wartet mal, bevor ich hier gucke. Schau ich mal schnell, ob mir das Spiel das vielleicht sogar erklärt. Eventuell. Hier haben wir Hohlspitz. Hohlspitz richtet viel Schaden an Schwachpunkten von Maschinen an, durchschlägt aber selten die Panzerung. Vollmantel für die Möller PP, starkes Allround-Geschoss mit guter Panzerdurchschlagskraft und respektabler Schadenswirkung. Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Das heißt, grundsätzlich ist, glaube ich, die Vollmantel-Munition schon sinnvoller, meistens. Außer wenn man jetzt irgendwie schleicht oder gerade irgendwie voll gut die Schwachstellen attackieren kann. Naja, aber eigentlich wollte ich Sachen wegwerfen, ne? Aber was werfen wir denn da weg? Ich kann mich so schwer von Zeugs trennen, auch wenn ich es gar nicht brauche. Wie zum Beispiel die Fackeln hier. Wie viel wiegen die? Bitte? Hallo? Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. So, und schon sind wir leicht wie eine Feder und können schnell reisen. Das war leichter, als ich dachte, mich von den Sachen zu trennen. So, hier hinten müssen wir hin. Und so wie ich das sehe, führt hier die Straße entlang. Also gehen wir mal hier in diesen Bauernhof da. Ah, die Kirche ist das. Okay. Up, up and away. I believe I can fly. Hä? Habe ich den Rucksack übersehen oder wurde der wieder aufgefüllt? Wer weiß. Ich glaube... Anscheinend wird der Loot wieder aufgefüllt. Na, dann würde es mich nicht wundern, wenn Gegner auch respawnen. Naja, schade. Ich habe mich schon darauf gefreut, dass hier das Gebiet wenigstens relativ sicher sein dürfte, bis wir zum Stützpunkt kommen. Aber nö, ist wohl nicht. Sag mal, war hier in der Kirche nicht auch eine Recyclingstation? Ich glaube, da hinten oben irgendwo. Genau. Sehr gut, weil hier kann ich ein bisschen was recyceln. Ich meine, gut, die beiden hebe ich tatsächlich, glaube ich, auch auf, nicht auch. Die können weg und du kannst weg und du kannst auch weg.
Ja, nö. Ansonsten passt schon. Die Funkgeräte, ich glaube, die können weg. Und ich glaube, hier kann eigentlich ganz viel weg sogar. Eigentlich alles, was nicht ausgerüstet ist, so ziemlich. Sogar das da. Ja, doch. Weg damit. Ah, den Schalldämpfer für Maschinenpistole mal nicht. Den heben wir auf. So. Ach komm schon, du Memme. Fallschaden, ey. Wer sich das ausgedacht hat. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ach, pfeif drauf. Und ansonsten behalte ich mal den Rest. Weg mit dir. Okay, ich lade alles mal nach. Schwupps. Nachladen. Falsch. Ich glaube, es ist alles nachgeladen. Kann das sein? Okay, cool. Dann gehen wir jetzt. Ich hoffe, ich kann hier ein Rad beschwören. Ich glaube, hier ist keine Radbeschwörungsstation. Leider, oder? Ah doch, es wird einer angezeigt. Da hinten irgendwo. Ah. Da steht sogar ein Draht. Oh, aber das kann man leider nicht benutzen. Schade. So, und jetzt passt auf. Jetzt fahren wir hier. Ich mache einen Wegpunkt. Zack. Zur Kreuzung. Und dann bergauf oder so. Wahrscheinlich. Ich bin mal nachts, ich habe da in so einer Fabrik gearbeitet während des Studiums und hatte da oft Nachtschicht. Da ging es dann bis 1, 2 teilweise. Und dann bin ich nachts mit dem Fahrrad durch die Stadt heimgefahren und bin da teilweise durch so kleine Gässchen immer gefahren. So Abkürzungen, alles chillig, alles cool. Ist hier da hinten jetzt ein Gegner oder spinne ich? Ich glaube, ich spinne. Und plötzlich, als ich da so fuhr, habe ich plötzlich auf dem Augenwinkel bemerkt, dass neben mir, ziemlich nah neben mir, unter so einer Einbuchtung von einem Gebäude, mich zwei Augen anstarren quasi, relativ nah, so unter mir, so schräg unten. Und das war halt einfach nur ein Obdachloser, der da geschlafen hat, also in so einer Einbuchtung bei so einem Haus. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, ist auch ganz komisch. Aber der lag quasi so einen halben Meter neben mir und ich war quasi fast auf der Höhe mit dem, als mir der aufgefallen ist. Und da ist es mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich meine, der kann da ruhig liegen und so. Ich will, das soll keine Kritik sein. Aber das war für mich, ne, da hab ich einfach nicht gerechnet. Plötzlich starren mich da zwei menschliche Augen an auf dem Fahrrad, direkt so knapp neben mir. Und das war so ein richtiger, so, Gänsehautmoment, ganz gruselig. Ich habe mich einfach furchtbar erschrocken. Schon gruselig, sowas mitten in der Nacht. Ziemlich dunkle Straße, nur quasi so ein bisschen beleuchtet von meinem Fahrradlicht. Ich habe mich ganz schön erschrocken. Und daran, an der Anekdote erkennt ihr, wie langweilig gefahrlos mein Leben doch ist. Zum Glück, zum Glück. Ich will es auch gar nicht anders haben. Aber dass so eine Anekdote, ne, in meinem Gedächtnis bleibt, sagt auch schon was aus.
Ich habe das Gefühl, das ist bisher so ein bisschen die einzige sinnvolle Methode. Hä? Das wollte ich nicht. Ich habe keine Munition mehr für das Ding. Ah, Mist. Wie man Hecken benutzt. Naja, was soll ich sagen? So ist das. Grusel, Grusel, Wusel. Ich schau gern Horrorfilme. Ich schau gern Gruselfilme, vor allem weniger Horror. Aber es kommt immer drauf an. Ich finde, es gibt ein paar sehr gute, sehr clevere, die aus verschiedenen Gründen gut sind. Entweder weil sie clevere Ideen haben oder weil sie clever sind in ihrer Erzählung. Ich finde zum Beispiel, wie heißt der? Das fällt mir gar nicht ein. Das ist ganz weit weg. Ganz weit weg in den Tiefen meines Hirns. Ah, Mist, schade. They Follow? Kann das sein? They Follow? Ich glaube schon. Das könnte sein. Der hat mir gut gefallen. Der hat nämlich eine sehr unheimliche und coole Idee. Und zwar, im Endeffekt, das ist eine lange Geschichte, aber im Endeffekt die Quintessenz ist, da ist etwas, das verfolgt einen. Man kann sich das einfangen wie eine Geschlechtskrankheit im Grunde so ein bisschen. Und dieses Etwas verfolgt einem immer in der Gestalt von irgendeinem Menschen. Manchmal Leute, die man kennt, manchmal Fremde. Und das verfolgt dich immer. Wow! Aber immer nur in G-Geschwindigkeit. Und das kann irgendein Passant sein, der auf der Straße auf dich zukommt, irgendwie am Strand, eine ganz normale Person. Aber es ist immer irgendjemand, der verfolgt dich. Und wenn du irgendwie mit dem Auto ganz weit wegfährst, dauert es halt ewig, bis es zu dir kommt, aber früher oder später kommt's. Und früher oder später ist es wieder da und geht einfach auf dich zu. Und wenn es dich dann erwischt hat, dann passieren schreckliche, schreckliche Dinge. Aber auf jeden Fall, das fand ich einfach eine nette Idee, die auch nett umgesetzt ist in dem Film. Das ist gut. Kann ich empfehlen. Ich glaube wirklich, They Follow heißt er. Und was ich auch sehr gut finde, aber das ist natürlich, ne? The Cabin in the Woods. Falls ihr The Cabin in the Woods noch nicht gesehen habt, schaut euch den unbedingt an. Wenn ihr so Teenie-Horrorfilme mögt, dann ist es sowieso ein absoluter Pflichtfilm. Aber selbst wenn ihr die Filme oder Horrorfilme allgemein gar nicht mögt, ist der dringend zu empfehlen. Wirklich. Der ist eher eine Komödie, aber eine sehr clevere, eine sehr gute, eine sehr smarte Komödie. Wenn euch ein bisschen Splatter-Horror, so ein bisschen, nicht übertrieben, nicht abschreckt, dann schaut euch den unbedingt an. Aber der ist sowieso so ein bisschen die Krönung der Horrorfilme oder so ein bisschen auch Horrorparodien. Ich meine, er ist gleichzeitig ein guter Horrorfilm und eine gute Horrorfilmparodie in einem. Sehr schön. Ich habe vor kurzem erst wieder einen gesehen, wo ich mir dachte, ach, das ist ein Twist, der ist cool. Da hätte ich nicht damit gerechnet. Fällt mir gerade leider nicht mehr ein, schade. Aber ich lasse so Horrorfilme oft so ein bisschen so gerne nebenher laufen. So und gucke nur mit einem Auge, während ich Videos render oder sowas. Deswegen kenne ich da und gucke da zwar immer recht viele, aber ganz oft bleiben die nicht so wirklich im Gedächtnis. Und ich krieg oft, wenn die mich dann auch nicht wirklich interessieren, kriege ich sowieso nur die Hälfte mit und dann
Wie viele Insidious-Filme gibt es eigentlich mittlerweile? Wie viele Spin-offs und Reboots? Ne, Reboots glaube ich nicht wirklich, aber Prequels. Okay, so, da war kurz. irgendwie die Festplatte war schon wieder voll. Voller Videos, voller toller neuer Videos. Ja, muss ja einen schnell verschieben von C auf D. So einfach geht das. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wie viele Insidious, Spin-offs und Prequels und Sequels und alles gibt's eigentlich? Und die werden echt immer schlechter, ey, oder? Meine Güte. Ich fand den ersten Insidious ja noch ganz nett. Ich war jetzt auch nie der größte Fan davon. Ich fand den auch ein bisschen langweilig. Ich fand der Dämon. Er sieht so bekloppt aus. Ich fand den nie gruselig. Ich musste immer ein bisschen lachen. Wie so ein alter, komischer Mann, der sich ein bisschen Farbe ins Gesicht geschmiert hat. Wie so Darth Maul mit Mitte 50, der eigentlich schon in Rente ist und ne, so sieht der für mich immer aus. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Naja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da jetzt einen neueren davon gesehen. Und der war wirklich einfach nur noch schlecht. Mein Gott. Großer Big Daddy Boss Kerl. Nicht gut. Wartet mal, ich habe einen Plan. Ich leg hier. Oh, warte mal, sind das EMP-Granaten? Was für ein mächtiges Tool habe ich da die ganze Zeit und habe es gar nicht gecheckt. Na super. Das ist genau wie vorher. Genau wie beim letzten Kampf. Und hat's geklappt? Ist er gehackt? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber ich nehme einfach eine Adrenalinspritze. So sieht's aus. Wow, Alter, wo kommst du denn her? Autsch, nicht nett. Hey, komm schon, lass mich doch mal nachladen wenigstens. Das ist doch albern hier. Oh, nervt mich das gerade. Was ist denn hier los jetzt? Ich dachte, das Hacken ist cool. Ich habe das Gefühl, mit den Hacken mache ich mir die Kämpfe noch unnötig schwerer als früher. Alter, wie kann der mich so gut treffen durch die Bäume durch? Warum können Roboter durch Bäume durchschauen? Das finde ich einfach nicht nett. Ich finde es einfach nicht nett. Und mit den Lampen, das ist schon auch mies hier. Ja, der ist erfolgreich gehackt. Cool. Dann hilf mir jetzt bitte gegen den Großen kurz. Danke, sehr gut. Ja, wie gesagt, das mit dem Hacken funktioniert leider so gar nicht irgendwie. Guckt euch das an. Es ist lächerlich. Oh. Ich warte darauf, dass er schießt. Aber er schießt irgendwie nicht. Oh oh!
Was für ein wilder Wander, Willi. Sag ich da nur. Ah, das war's noch nicht. Komm schon, wirklich. Komm schon. Komm schon. Was ist denn? Ist es das kleine Holzgeländer vor ihm? Oder was? Warum treffe ich nicht? Danke. Das war es immer noch nicht. Da bin ich ja echt froh, dass noch nicht von Anfang an alle in den Kampf verwickelt waren. Da ist anscheinend noch mehr Action irgendwo. Noch mehr Party. Mensch, gleich zweimal sterben in dem Kampf, das wäre nicht nötig gewesen. Das wäre nicht nötig gewesen. Das hätten wir besser lösen können, finde ich. Da hatten wir schon härtere Kämpfe, wo es besser lief. Aber naja, manchmal. Ne, ein paar habe ich ja noch. Ich habe immer noch ein bisschen Angst rauszufinden, was passiert, wenn ich wirklich sterbe. Sterbe. So quasi. Sterbe. Ohne Adrenalin. Aber wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich spawne ich dann einfach wieder im Bunker und fertig. Aber für so Nahkampfsituationen, die ich mich durch das Hacken dann doch immer wieder gern begebe, hätte ich jetzt schon einfach gern mal eine bessere Schrotflinte. So eine Stufe 2 Schrotflinte oder ein anderes Modell, das einfach mehr Schaden macht. Darum geht es mir bei einer Schrotflinte einfach hauptsächlich. Auf nächster Nähe massiv Schaden austeilen. Pro Schuss. So bam. Das wäre gut. Sehr geehrter Herr Gustafsson, ich bitte Sie hiermit, alles zu tun, was in Ihrer Macht steht, damit der Skavenbunker, der sich auf Nora Saltel befindet, offiziell außer Betrieb genommen und in ein Museum umgewandelt werden kann. Wie Sie wissen, gab es in Skaven aufgrund seines schlechten Zustandes seit über 2 Jahren keine militärischen Operationen mehr. Und stationiertes Personal und die Sanierungspläne wurden aufgrund der extrem hohen Kosten für den Austausch der veralteten Überwachungsgeräte zurückgestellt. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Berlin, frage ich mich, was da los ist, kann man nur hoffen, dass Europa derzeit Geschichte schreibt und die Ära des Friedens, ach so, der Mauerfall natürlich, Ära des Friedens einleitet, in der wir keine Küstenverteidigung benötigen. Ja, bis jetzt hat das sehr gut geklappt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Beziehungsweise besser wird. Noch besser. Sich noch mehr ausbreitet. Noch mehr zusammenwächst. Noch mehr Kooperation. Mehr Liebe. Mehr nackt in der Wiese rollen gemeinsam. Das wäre schön. Also außer letzteres aktuell gerade so. Abstand halten. Aber trotzdem. Wir haben schon wieder ganz viel Kleidung gefunden. Ich muss mal wieder in unseren Dressroom gucken, ob wir da nicht vielleicht noch was haben. Westland, da ist Bertil Ludwig. Wir haben upprättat Posering vid Iboholmens Slottsruin. Men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sixbond registrerade signalen. Fiende! Klockan 3! Nedkämpade okänd skytte! So ist das. Das war aber leider nicht der letzte Bot scheinbar. Da kommt noch einer. Mindestens. Ist jetzt auch blöd, weil die alle so eine erhöhte Position haben. Das wäre natürlich andersrum besser. Für mich. Für die nicht. Für mich aber schon. Weil dann könnte ich die besser hacken und snipen. Da ist anscheinend aber überall noch Strom auf jeden Fall. Ist das wirklich ein isolierter Vorfall hier auf der Insel oder so? Naja,
Dingsy. Wasteland 3 hat so schöne Item-Beschreibungen teilweise. Die sind wirklich, wirklich lustig geschrieben. Da könnten sich die modernen Fallout-Spiele echt wieder was abgucken von den alten Großmeistern. Es gibt da zum Beispiel eine Waffe, also eine Wurfwaffe im Grunde, ist es halt technisch gesehen. Das sind gelbe Schneebälle. Also quasi bepinkelte Schneebälle. Das spielt nämlich alles quasi diesmal nicht mehr im heißen Ödland, sondern quasi im nördlichen, im kalten Ödland quasi. Und da gibt es eben gelbe Schneebälle. Und in der Itembeschreibung steht quasi ganz oben so, der Aufprall dauert nur einen Moment, die Schande hält ein ganzes Leben. Und unten in der Effektbeschreibung steht dann irgendwie so Sachen wie hier, senkt den Wert um so und so viel Prozent und das wird um so und so viel gesenkt. Ah! Haha. Oh, da kommen noch mehr. Mist. Ich erzähl's gleich weiter. Muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Damn it. Naja, da das Ganze noch länger dauert, erzähle ich noch schnell fertig. Das steht dann nämlich quasi neben den ganzen Werten, steht dann drunter noch, wirft das auf einen Feind, damit er sich fragt, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, damit er an diesem Punkt angekommen ist. Und das fand ich schon sehr lustig. Das hat eben ein paar wirklich, wirklich nette Itembeschreibungen. Macht Spaß, die durchzulesen. Warum hänge ich an der Treppe fest? Autsch. Willst du mich verarschen da oben? Ich glaube, er hat uns kaputt gemacht. So. Jetzt sind wir dran mit kaputt machen. Mann, die Burg wird ganz schön bewacht von denen. Ich glaube, das sind irgendwie Mittelalter-Cosplay-Bots oder so. Nur mit sehr schlechten Kostümen. What's going on? Wo sind sie? Warum sieht mich wer? Warum sieht mich der?
Ach so, das ist nur so eine kleine Spinne. Das hätte ich nicht gedacht. Finde ich cool. Irgendwo da soll angeblich noch was sein. Wahrscheinlich ist irgendwo noch mal ein kleiner Spider-Bot, oder? Den gehen wir jetzt holen. Der ist hier schon so laut. Das gibt's nicht. Der muss... Ah! Ah, du nerviges kleines Viech, du. Junge, Junge, Junge. Das ist aber hier echt mal... Mano, warum überall so viel Kleider rumliegen? Vielleicht, weil Leute irgendwelche fremden Rucksäcke durchwühlt haben oder ihre eigenen auf der Suche nach irgendwas Wichtigem, bevor sie ganz schnell fliehen mussten. Aber warum nimmt man da nicht einfach den ganzen Rucksack? Na, so Koffer vielleicht. Aber warum liegt dann hier nur Kleidung und kein offener Koffer? Hm. Ah, die Roboter, natürlich. Die Roboter haben hier die Rucksäcke durchwühlt auf der Suche nach geeigneten Cosplays für ihr Mittelalter-Cosplay hier. Haben aber scheinbar nichts richtig Gutes gefunden, deswegen laufen sie immer noch nackt rum. Oder sie haben gemerkt, dass ihnen Menschenklamotten gar nicht passen. Könnte auch sein. Das könnte auch sein. Wo sind wir denn und wo müssen wir hin? Wo müssen wir wirklich hin? Sind wir schon fertig? Ah, wir sind hier schon lange fertig in der Burg. Ich hätte, glaube ich, schon lange gehen können. Unsere Hauptmission ist schon lange ganz woanders. Ja, gut, ne? Muss man wissen. Da müssen wir lang. Na, trotzdem haben wir ganz viel Robomilos gekillt. Apropos. Ah, wir sind schon wieder aufgestiegen. Das zeigt mir wirklich nicht mehr an, oder? Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht mehr so ganz. So, ich wollte jetzt die Hackzeit doch nochmal verdoppeln, auch wenn ich vom Hacken alles andere als begeistert bin. Aber jetzt haben wir schon so viele Punkte reingesteckt. Jetzt wird das auch noch optimiert. Den an Komponenten verursachten Schaden vergrößern. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Hier gäbe es eigentlich schon noch ein paar Sachen. Gut, das ist mir egal. Aber hier mehr Erfahrungspunkte, mehr Schaden an gewissen Komponenten. Das wären zwei Punkte, die könnte man noch nehmen, bevor man dann zum Kampfbaum übergeht. Finde ich. Oder doch der Überlebensbaum? Da schauen wir, wenn es soweit ist. Da schauen wir, wenn es soweit ist. Also wenn das stimmt, was ich gelesen habe, wenn es stimmt, dass es wirklich nicht sehr viel Gegnertypen gibt und dass wir die meisten schon gesehen haben. Und wenn ich mir anschaue, dass wir bis jetzt in dem Gebiet waren. Was ist denn das da? Feldzugsplan, okay. Ja, genau, wenn ich mir anschaue, dass wir bis jetzt hier waren und das ist die ganze Map, dann kann ich mir vorstellen, dass das Spiel echt langweilig wird, bevor man es durchspielt. Befürchte ich fast, oder? Ich glaube schon. Bis jetzt macht es echt noch Spaß, aber ich merke schon, ups, Fallschaden ist so toll. Aber ich merke schon, die Kämpfe werden ein bisschen monoton mit der Zeit. Es kommen halt doch immer die gleichen Roboter und dann haut man die und dann, ne, und dann geht alles wieder von vorn los. Das ist nicht super spannend. Das ist nicht super spannend.
Ach, komm schon, Spiel. Man kann's auch ein bisschen übertreiben mit Fallschaden. Die Faustregel ist, wenn ich als untrainierter, dicker Mensch so einen Fall problemlos überstehen würde, sollte so ein Videospielcharakter echt keinen Schaden nehmen. Und das wäre jetzt vielleicht ein Sturz von 2 Meter. Mein Gott. Mein Gott. Also wirklich. Ich finde das bescheuert. Das geht nicht gut aus. Wie viel Adrenalinspritzen habe ich noch? Das wird ein Valentinstag darunter. Oh! Ach komm, das war höchstens eine Schlitterpartie. Oh, super, wir sind in Roboterland gelandet. Guckt, das Hacken funktioniert einfach nicht. Es ist einfach bekloppt. Was soll denn das? Jetzt habe ich hier den gehackten Freund und er macht einfach nichts. Und die anderen machen auch nichts. Es ist einfach kaputt. Es ist einfach kaputt. Die Hackmechanik funktioniert nicht. Also so ein bisschen schon, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das habe ich mir ein bisschen effektiver und sinnvoller vorgestellt, dieses Hacken, muss ich schon sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und dass das durch das Fernglas gucken so lange dauert, ist so lächerlich. Und ich finde, wenn das Hacken schon so schlecht und unzuverlässig ist, sollte es wenigstens immer funktionieren, oder? Komm schon, zumindest den Einschlagpunkt hättest du hören müssen und hättest da dann hingucken sollen. Irgendwas ist da noch. Muss ich hier irgendwas machen? Suche den Standort des Bunkers. Aha, okay. Und der ist in diesen Dingern hier. Oh, ich schätze mal, da ist ein Roboter in diesem roten Container. Nicht nur einer. Mann, ich habe einen Adrenalinverschleiß. Anscheinend explodieren die Dinger ganz schön wild. Damit habe ich nicht gerechnet. Verdammt nochmal. Ah. Okay. Die Namen der Container waren das Entscheidende anscheinend. Oh Gott. Das ist lächerlich. Was habe ich jetzt bekommen? Hey, es funktionieren die Einblendungen nicht mehr. Ich kriege keine Level-Ups mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gelootet habe. Irgendeine Blaupause. Ja, keine Ahnung. Keiner weiß es. Schön. Schönes Spiel. Wird Zeit für einen Neustart, würde ich sagen. Deswegen machen wir jetzt für heute auch Schluss. Ich muss mal eben schnell gucken, weil meine Blaupausen werden mir hier auch angezeigt. Irgendwo zumindest. Ich weiß nicht mehr wo. Ah, hier Pläne, oder? Nee, das war keine Blaupause in dem Sinn. Was habe ich dann da gerade eingesammelt? Was ein Sammelobjekt einfach nur.
Das kann sein, hier ein Maschinenbauplan. Ah ja, Bauplan für die Runner. Kriege ich dafür irgendwas jetzt? Mehr Schaden gegen die oder so? Nö, leider nicht, schade. Ja, wie gesagt, das hätte ich immer gern bei so Sammelobjekten. Aber gut, jetzt können wir uns wenigstens den Runner hier ein bisschen angucken und sehen, dass der entweder mit Nahkampfsprungangriff oder mit Maschinenpistole angreift. Ach so, aber dann ist das ein Runner mit... weil ich habe mir schon gedacht, ach, das sind ja dann doch einige Gegner. Aber wenn das der Runner mit Maschinenpistole ist, dann gibt es halt noch den Runner mit Schrotflinte und den Runner mit anderer Pistole. Und für die anderen Gegnertypen gilt dann das Gleiche. Dann, naja, gut, wie auch immer. Also dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wartet, ganz kurz noch. Geht noch nicht. Bleibt noch hier. Lasst mich nicht alleine. Schauen wir mal noch schnell, wo es als nächstes hingeht. Nirgends. Nirgends. Bringen die Herausforderungen eigentlich irgendwas? Prestige. Und mit Prestige mache ich was? Wahrscheinlich so Sachen wie meine Freunde beeindrucken oder irgendwie sowas Blödes. Naja, gut. Hauptmission. Da haben wir doch zwei. Na also. Zerstöre in der Ackerlandregion genügend Maschinen, um den vollständigen Zugangsbarcode zu erhalten. Jetzt schaue ich mal kurz, wo das da wäre. Ist das wirklich das da oben? Müssen wir da schon so tief ins Kernland dafür? Könnte schon sein, ne? Könnte schon sein. Krass. Ach so, das sind die ganzen verschiedenen Bunker. Ah, das ist die übergreifende Hauptmission quasi. Und das da ist dann die für den nächsten Bunker irgendwas. Und das ist dann wirklich das da. Ja, cool. Dann, glaube ich, beim nächsten Mal geht's auf Richtung... Buh! Da werden wir uns ganz schön erschrecken, glaube ich. Dann wird die Welt jetzt plötzlich, glaube ich, sehr viel größer, wenn wir jetzt gleich mal so einen riesen Big Man vor uns haben. Na dann, bis dann. Macht's gut. Ciao.